So, ich wollte euch heute mal ein Lied vorstellen, was ihr alleine üben könnt. Ein paar von euch können das schon. Ich erinnere daran, wo das C ist. C ist immer links neben diesen zwei schwarzen Tasten. Hier sind immer zwei schwarze Tasten auf dem Keyboard zusammen und immer links daneben ist ein C. Hier ist ein C, hier ist ein C, hier ist ein C, hier ist ein C. Jetzt könnt ihr auf eurem Keyboard mal die Cs suchen, für die, die es noch nicht wissen. So, und wir fangen mit einem C an, mit der linken Hand. Das kommt C, dann zwei Tasten weiter A, zwei Tasten weiter F, eine Taste zurück G. Linke Hand. Für die rechte, die legt ihr den Daumen auch auf das C, auf das höhere C und spielt immer die Dreiklänge. Also immer eine Taste zwischen den anderen muss, also immer eine Taste dazwischen lassen von denen, die ihr anschlägt. Ihr seht das. Das ist das rückwärts machen. Die gleichen Töne, nur andersrum angeschlagen. Und dann gleichzeitig C-Dur, A-Moll, F-Dur, G-Dur, C-Dur, so heißen die Akkorde. A-Moll, F-Dur. Und gleich könnt ihr auch noch im nächsten Video eine kleine Melodie lernen, die ihr dann spielen könnt, wenn ihr das erstmal drauf habt. Viel Spaß!